Der Beginn des Tages ist der Beginn des Lebens. In dieser Zeit ruht der Körper, er atmet und vibriert in seinem Licht. Morgens, am fernen Horizont, türmen sich die Wolken, die toten Mütter erwachen sanft. Wenn der Tag beginnt, beginnt das Leben. Es gibt kein Du, es gibt kein Ich. Zu hören ist nur der Gesang der fliegenden Vögel. Das Meereskind hat keine Mutter. Am Strand sammelt es Muscheln. Sieh da sein Frühstück, Miesmuscheln. Im Meerwasser gewaschen, rasch werden sie groß, mit der Brandung am Strand. Zu dieser Zeit kennt es keine Sprache, sogar sein Seufzen verstummt in der Gischt der Wellen. So freut sich das Meereskind auf den Sommer, auf das Licht, auf das glänzende Grün. Leiko Ikemura wird in Tsu, 100 Kilometer östlich von Osaka, geboren. Mit 21 Jahren verlässt sie ihr Heimatland, um das in Osaka begonnene Spanischstudium in Salamanca fortzusetzen. Anschließend studiert Ikemura in Granada und Sevilla Bildhauerei und Malerei. Folgend im Jahr 1979 lebt Leiko Ikemura in Zürich. Die ersten von ihr als gültig betrachteten Gemälde entstehen 1980. Es sind lebhafte, vitale, irritierende und manchmal märchenhafte Bilder, in denen die Künstlerin menschliche Träume, Kämpfe und Konflikte thematisiert. Im Jahr 1983 stellt Leiko Ikemura erstmals mit einer Einzelausstellung im Bonner Kunstverein mit 29 Gemälden und 30 Zeichnungen öffentlich aus. Danach folgen vielbeachtete Ausstellungen in den Kulturmetropolen der Welt. Der Ansatzpunkt, Leiko Ikemuras Arbeiten für unsere Sammlung zu erwerben, lag im Kennenlernen ihrer Terrakotta-Skulpturen. Diese Skulpturen haben eine Vieldeutigkeit, die sozusagen komplementär zu dem steht, was wir als vom Ursprung her Diözesanmuseum in der Sammlung haben, nämlich mittelalterliche Plastik, die deutlich durch Attribute oder durch Bildkonventionen festlegt, was dargestellt ist. Bei Leiko Ikemura ist das anders. Die Figuren wachsen und in diesem künstlerischen Prozess bleiben Spuren in den Figuren, die Pflanzliches, aber auch Tierisches andeuten. Thank you.
Leiko Ikemura ist sicher eine Künstlerin, die eine sehr ausgeprägte individuelle Position hat, die international von Rang ist, die sowohl in Asien als auch in der westlichen Welt ausgestellt hat. Heute lebt und arbeitet die Künstlerin in Köln und Berlin, wo man sie 1991 als Professorin für Malerei an die Hochschule der Künste beruft. Internationale Ausstellungen und Auszeichnungen haben ihre Bedeutung als autarke Künstlerin und Grenzgängerin zwischen den Kulturen unterstrichen. The horizon, this magnificent line of illumination is illusion of something beyond another part of me with such an expectation of otherness.